Jägerinnen und Jäger leisten ehrenamtlich einen enorm wichtigen Beitrag für den Natur- und Artenschutz. In ganz Deutschland sorgen sie durch verschiedene Maßnahmen zur Biotopverbesserung und Gestaltung dafür, gefährdete Arten zu schützen und deren Lebensräume nachhaltig zu verbessern. Feuchtbiotope verbessern die Lebensgrundlagen der wassergebundenen Tier- und Pflanzenarten und bilden damit wichtige Regenerations- und Rückzugsräume. Die Anlage von Hecken, Streuobstwiesen und Blühflächen kommt einer Vielzahl von Arten zugute und sorgt für mehr Biodiversität und Artenvielfalt in der Natur. Nicht zu vergessen das Thema Umweltbildung. Bundesweit engagieren sich Jägerinnen und Jäger im Rahmen der Aktion Lernort Natur, ob mit Infomobilen, Waldjugendspielen oder vergleichbaren Aktivitäten, um Schülerinnen und Schüler für die heimische Natur zu interessieren und zu begeistern. Denn nur was man kennt, kann man auch schützen. Aktuell läuft gerade die Abstimmung für den Deutschen Engagementpreis 2023. Hier ist die Jägerschaft Verden nominiert, die mit ihren Projekten beispielhaft für das Engagement der vielen Jägerinnen und Jäger in Deutschland steht. Meine Bitte, setzen Sie ein Zeichen für die Jagd. Stimmen Sie bis zum 24. Oktober oder besser noch heute für das Engagement der Jägerschaft Verden ab und setzen Sie damit ein Zeichen für die vielfältigen Aktivitäten der Jägerinnen und Jäger in Deutschland im Hinblick auf den Natur- und Artenschutz.